Liebe Freunde des KTV, herzlich willkommen zum Guthirt-Sonntag. Beginnen wir das Gebet mit dem Regina Zöli. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Freu dich, du Himmelskönigin, Halleluja, den du zu tragen würdig warst, Halleluja. Er ist auferstanden, wie er es gesagt hat, Halleluja. Bitt Gott für uns, Halleluja. Freu dich und frohlocke, Jungfrau Maria, Halleluja. Denn der Herr ist wahrhaft auferstanden, Halleluja. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, hast du die Welt mit Jubel erfüllt. Lass uns durch seine jungfräuliche Mutter Maria zur unvergänglichen Osterfreude gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr, gib unseren Verstorbenen, wir gedenken unseres Herrn Pfarrers Hans Buschor, der Wohltäter des KTV, wir gedenken der verstorbenen Angehörigen und Bekannten, gib ihnen die ewige Ruhe, das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Heiliger Josef, Nährvater Jesu Christi und wahrer Bräutigam der seligsten Jungfrau Maria, bitte für uns, für die Sterbenden dieses Tages und dieser Nacht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Freunde des KTV, herzlich willkommen heute zum Guthirtsonntag. Der vierte Ostersonntag ist immer auch der Guthirtsonntag. Höchst beeindruckend begegnen wir im Lesejahr A dem guten Hirten, der durch die Tür in den Stall eintritt. Dieses Bild steht für Jesus Christus, der nicht im Verborgenen oder im Täuschenden oder durch die Hintertür eintritt, sondern der anklopft, respektvoll, würdevoll und wertschätzend. Die Freiheit des Menschen achtend. Und gerade dieses ist der echte gute Hirt, von dem wir die Fülle der Güte, der Wahrhaftigkeit, der Gerechtigkeit erwarten dürfen. Ein solcher Hirt kann uns an grüne, satte Quellen, an grüne Weiden, satte Weiden führen und an frische Quellen führen und dadurch eben auch nähren für das bleibende Leben. Der gute Hirtsonntag ist immer auch der Sonntag, an dem wir um gute Priester- und Ordensberufungen beten. Menschen, die sich ganz Christus weihen und so in den Dienst des Volk Gottes stellen. Der gute Hirt hat einen Stab in der Hand. Mit diesem Stab
wehrt er ab, was der Herde schaden könnte? Er wehrt allem Bösen? Oder er führt auch die Schafe, die sich von der Herde entfernen, in die eine Herde zurück? Der gute Hirt ersucht das verlorene Schaf. Dass also nicht das Schaf selber zur Herde zurückfinden muss, sondern dass der gute Hirte sich sogar aufmacht und am verlorensten Ort dieser Welt in der größten Gefahr die ihm anvertrauten Geschöpfe zurückbringt in die eine Herde. Das Ganze immer unter Berücksichtigung der Güte, der vollkommenen Wahrheit, der Gerechtigkeit und in Liebe. Und das ist es auch, was uns aufgetragen ist, in der Kirche zu leben, in der Gemeinschaft der Gläubigen, aber auch in unseren Familien. Und dazu hören wir ein wunderschönes Beispiel, ein Zeugnis, das uns bestärken kann in all den Schwierigkeiten, die wir vor Ort vorfinden. Hier aus Polen gekommen, hier lebe ich in Deutschland. Meine Mutter, das ist heilige Frau, für die für uns alles getan, gemacht. Immer mit Jesus Christus, mit Sakramente, das Hohe verloren. Die hat so heilig das geheiligt, dass der Jesus gestorben ist und alles. Also uns 6 Kinder. In Armut immer alles getan für uns. Immer gesagt, bitte und bitte. Als Glaubende ist es wichtig, dass wir immer aus der guten Grundlage, auf dem guten Boden stehen dürfen, nach dem Wahren fragen dürfen. Am Gut-Hirt-Sonntag natürlich ganz besonders in Bezug auf Jesus Christus. Und wir durften im Zeugnis vernehmen, dass die Mutter es verstanden hat, ihre Kinder in diesem Glauben an Jesus Christus zur Einheit der Familie zusammenzuführen. Und dabei selber, indem dass sie sich ganz in den Dienst der Familie gestellt hat, in die Bedürfnisse der Kinder hineinversetzt hat, zum Vorbild werden durfte für ihre Kinder. Diese Aufgabe kommt den wahrhaft guten Hirten zu, das sichtbar, spürbar im Namen Jesu Christi zu tun für die Personen, die ihnen anvertraut sind. Das heißt vielleicht manchmal auch eine Person, die sich entfernt, wieder zurückzurufen. Eine Person, die sich über andere stellen möchte, einzufügen in die gute Ordnung der Gemeinschaft. Eine Person, die ausgestoßen wird, wieder mit hineinzunehmen und dadurch eben das, was Jesus Christus gelebt hat, auch in unserer erfahrbaren, sichtbaren Wirklichkeit anzustreben. Diese Eltern, die derart eindrücklich sich bemühen, für ihre Kinder da zu sein, Väter und Mütter, sind vielen von uns geschenkt worden. Und dadurch
haben sie auch uns ermutigt, das zu leben und vor den uns anvertrauten Menschen in mütterlicher oder väterlicher Weise zu bezeugen. Nicht immer wird dieses Zeugnis angenommen. Das werden wir gerade auch morgen weiterverfolgen dürfen, am 1. Mai, dem Tag der Patrona Bavaria geweiht ist, der Patronin Bayerns, Papst Benedikt XV. Hat diesen Titel für die Gottesmutter Maria für Bayern festgelegt, dass Maria die Patronin Bayerns sein darf. Wir denken am 1. Mai selbstverständlich auch an den heiligen Josef, dem Arbeiter, der heilige Josef, der für die heilige Familie da war, sich ganz eingegeben hat, als fürsorglicher Ernährer, Beschützer, Bräutigam und Pflegevater für Jesus Christus. Der heilige Josef, der eben auch uns durch seine Arbeit, durch sein sich eingeben in den Willen Gottes, indem er auf die Stimme Gottes gehört hat, für unsere Familien zum Vorbild geworden ist. Josef und Maria. Der Mai ist der Mutter Gottes geweiht. Mit dem 1. Mai haben wir begonnen mit dem Fest Maria Patrona Bavaria. Am 2. Mai ist das Fest unserer lieben Frau von der Sühne. Der 3. Mai ist das Fest Maria Königin Polens. Und der 5. Mai Maria unsere liebe Frau von Europa. Der 8. Mai das Fest Maria, Mittlerin aller Gnaden. Wir sehen eine Fülle von Marien-Gedenktagen, mit denen wir diese Woche uns vorfinden dürfen. Und doch führt Maria uns immer wieder zurück zu Jesus selber. In ihm finden wir den Erlöser, den Retter, den Heiland. Das soll uns immer wieder vor Augen geführt sein. Wenn wir vielleicht selber manchmal fragend verbleiben und gar nicht wirklich mehr Halt finden, verweist uns Maria in ihrem Wort darauf, was er euch sagt, das tut. Auch die Mutter im Zeugnis, das wir vorhin hören durften, hat ihre Kinder zu Jesus hingeführt. Und das mag uns empfänglich bewahren für das wahre, gute, das heilige, das wir selbst in dieser Welt vorfinden dürfen. Das mag uns bewahren für die Aufgabe, dass wir uns immer mehr in dieser Suche nach dem guten, wahren, gerechten, das allein in Gott seine Vollendung findet, zu streben, und im Glauben immer mehr auch für uns zu erschließen und für die uns anvertrauten Menschen. Gerne möchte ich Sie morgen dann einladen,
dass wir miteinander auch über die Ökumene nachdenken. Ökumene ist ein griechisches Wort. Im Deutschen heißt es übersetzt gemeinsames Haus. Im gemeinsamen Haus finden alle, die in dieses Haus eintreten, Schutz und einen Ort der Geborgenheit. Hier ist es aber so, dass dein Haus aus sehr vielen Bausteinen besteht und jeder Baustein wichtig ist für das Gefüge des Gesamten. Die Fülle des Guten, die Fülle des Wahren finden wir in Gott allein. Und gerade das möge uns aufgetragen sein, dass wir da nicht ausschließend, nicht ausstoßend denken lernen, sondern eben einschließend, vereinend und die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen wahrnehmend uns eingeben mögen an dem Ort, wo wir sind, mit dem Gebet, das uns zu beten geschenkt ist. Der gute Hirt ist uns da das beste Vorbild, das uns vor Augen gestellt werden kann. Es gibt verschiedene Worte, in denen Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirt, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg. Und diese Worte, diese Selbstaussagen Jesu, sie führen uns auf sicherem Boden weiter, indem wir die Grundlagen wahrnehmen, die uns gegeben sind und die uns in unserem Glauben in aller Vielfalt in die Einheit des lebendigen Gottes führen möchte. Erlauben Sie mir, ganz schlicht und einfach das Gebet jetzt an den Schluss dieses Tagesthemas zu setzen, das Jesus selber uns beten gelehrt hat, das uns Christen vereint, weil der Herr selber, als die Jünger ihn fragten, lehre uns beten, wie Johannes seine Jünger beten gelehrt hat, dass wir das Gemeinsame suchen, um in der einen Familie der Kinder Gottes leben zu dürfen. So beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Mit diesem Gebet wünsche ich Ihnen wieder viel Kraft und Zuversicht für die neue Woche. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns dann morgen mit dem Gedanken der Ökumene beschäftigen dürfen, die uns anvertraut ist, um in die Fülle des Guten, die Fülle des Wahren, in die Fülle des Gerechten hineinzufinden. In allen Begrenzungen, in allen Unvollkommenheiten und in allen Schwierigkeiten, in die wir uns gestellt sehen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit.
Amen.